Nach der geplanten Schließzeit des Lausitzbades Hoyerswerda für die Baumaßnahmen im Rahmen des Strukturwandelprojektes und zur Durchführung der jährlichen Revisionsarbeiten erfolgt die Teileröffnung der Bereiche des 25 Meter Sportbeckens sowie des Saunadorfes im Interimsbetrieb. Der ursprünglich geplante Eröffnungstermin des Sportbeckens musste aufgrund von Lieferverzögerungen verschoben werden. Ab dem 16. Oktober können dann jedoch Schwimmlehrgänge, Präventionssport, Schulschwimmen und Vereinssport wieder stattfinden. Auch Sportschwimmer haben dann wieder Zugang. Das Saunadorf öffnet bereits am 25. September im Interimsbetrieb, wobei vorerst provisorische Umkleide- und Hygienecontainer zur Verfügung stehen. Die Sauna in den Blockhäusern im Saunagarten können uneingeschränkt genutzt werden.